Ja, hallo allerseits. Hören Sie mich? Und jetzt? Hören Sie mich jetzt? Schlecht? Was machen wir dann? Moment. Jetzt hören Sie mich? Nicht? Also wir hatten offensichtlich, ich habe es vorher schon, ein technisches Problem. Und das, das ging nicht. Das ging vorher, oder? Also probieren wir es so, jetzt geht's, jetzt hören Sie mich. Okay, dann können Sie mich da wieder entladen, oder? So geht's. Ist das in der Lautstärke gut für Sie? Okay. Ja, vielleicht zuerst ein organisatorischer Aspekt kurz. Das ist unsere letzte Vorlesung vor Weihnachten. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder am 11., Montag den 11. und haben dann noch zwei Vorlesungen. Und am 25. ist die Prüfung. Das wissen Sie. Die Prüfung wird schriftlich sein, aber keine Multiple-Choice-Prüfung. Und wie die ungefähr ablaufen wird, das sage ich Ihnen im nächsten Jahr, ja, in der ersten Stunde im nächsten Jahr. Gut. Wir haben ja jetzt sehr unterschiedliche Vorlesungen gemacht. Teilweise habe ich weite Rückblicke gemacht mit Ihnen und heute möchte ich eigentlich den Blick verlangsamen. Und eigentlich nur zwei Bilder mit Ihnen besprechen, zwei Bilder von Vermeer, weil ich möchte ja verschiedene Dinge erreichen mit dieser Vorlesung. Einerseits, dass Sie einen guten Überblick bekommen über die holländische Malerei, aber es ist mir unglaublich wichtig, Ihnen auch also diesen methodischen Zugang näher zu bringen. Weil ich ja möchte, dass Sie in die Lage versetzt werden, selber sinnvoll wissenschaftlich zu arbeiten. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt eigentlich exemplarisch zwei Werke vorstellen, wo ich Ihnen zeigen möchte, welchen Fragen man sinnvollerweise nachgeht, wenn man ein Werk interpretieren will. Und unser Ausgangspunkt ist das Werk »Die Malerei« von Vermeer. Sie wissen alle, wir haben das Glück, dass wir das bei uns im Kunsthistorischen Museum in Wien haben. Da der Bildtitel »Die Schilderkunst«, also »Die Malkunst«, tatsächlich auf Vermeer selbst zurückgeht und das Gemälde wirklich nachweislich bis zu seinem Tod in seinem Atelier stand, kommt dem Werk exemplarische Bedeutung zu. Sie wissen, dass die Titel, die wir normalerweise unter den Bildern sehen, ja praktisch nie authentisch sind. Also da muss man auch aufpassen, weil man ja über Titel sehr schnell so einen fokussierten Blick bekommt. Aber in diesem Fall ist es so, dass, dass wir wirklich sagen können, das hieß, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wirklich die Malerei. Das heißt, wir können eigentlich sagen, es ist Vermeers künstlerische Reflexion über die Malerei. Nun, Sie kennen vielleicht unterschiedliche Vermeer-Interpretationen. Ja? Und wir fragen jetzt, ist Vermeers Malerei wirklich eine Beschreibung, einfach eine Beschreibung optischer Phänomene? Lässt sich die Gesetzmäßigkeit der Welt mittels geometrischer Konstruktionen, also der Perspektive oder technischer Hilfsmittel, der Kamera Obscura, und der Wissenschaft der Optik erforschen und beherrschen? Ist es wirklich, geht es sozusagen einfach um die Erfassung des Sichtbaren? Oder ist das Werk eine Allegorie, ist eine Malerei eine Verbildlichung von Ideen? Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns einfach mal das Bild an. Wir sehen einen mächtigen, zurückgeschlagenen Vorhang, eine Tapisserie, die den Blick freigibt in ein vornehmes Interieur. Diese Tapisserie selbst ist weder als Vorhang vor dem Gemälde zu denken, noch ist sie Teil des gemalten Raums.
Vielmehr markiert der Vorhang die Grenze zwischen Betrachter und Bildraum. Das Interieur selbst ist keine Malerwerkstatt. Ich zeige Ihnen zum Vergleich verwandte Bilder, zum Beispiel von Ostade von 1663. Es fehlen die Malutensilien und das übliche Künstlerchaos. Vielmehr nobilitiert die kostbare Ausstattung, also der Marmorboden, der Messingleuchter, die teure Wandkarte, den Raum. Also das wäre undenkbar für sozusagen eine realistische Darstellung einer Malerwerkstatt. Der Stuhl neben dem Vorhang scheint für einen möglichen Betrachter gedacht, als Einladung Platz zu nehmen und zu schauen. Der Augenpunkt des Bildes, und das ist links von dem blauen Mädchen, direkt auf dem Knauf der Wandkarte, entspricht auch in etwa der Augenhöhe eines fiktiven sitzenden Betrachters. Der Maler selbst ist höchst elegant gekleidet. Ursprünglich hat man gedacht, das ist eine Kleidung, die es gar nicht mehr gab in Vermeers Zeit. Das stimmt nicht. Marieke de Winkel hat gezeigt, dass dieses Gewand in Vermeers Zeit durchaus üblich war, allerdings zu festlichen Gelegenheiten getragen worden ist. Im Unterschied zu den üblichen Atelierdarstellungen zeigt Vermeer den Maler in Rückenansicht. Forschungsmeinungen, in dem Maler ein Selbstporträt von Vermeer vermuten, sind somit unsinnig. Die Rückenansicht anonymisiert den Künstler. Aber auch die immer noch gängige Vorstellung einer prinzipiellen Identifikation Vermeers mit dem Künstler scheinen mir zumindest fragwürdig. Sie werden sehen, warum. Ich frage mich, was macht denn der Künstler? Er malt auf dem kleinen, bis auf ein paar angedeutete Striche einer Vorzeichnung leeren Leinwand, den Lorbeerkranz seines Modells. Und dieses Modell, dieses Mädchen, wird seit einem Aufsatz von dem Kunsthistoriker Hulten von 1949 als Clio, als Muse der Geschichte, identifiziert. In der holländischen Übersetzung von Ripas Ikonologia von 1644 wird Clio als weibliche Figur mit Trompete, Lorbeerkranz und einem Buch, entweder dem Buch von Thukydides oder Herodot, beschrieben. Und man kann diese Forschungsmeinung, die hat sich durchgesetzt, völlig zu Recht. Es hat zum Beispiel der Maler und Theoretiker und Rembrandt-Schüler Samuel van Hoogstraten in seinem Malereitraktat von 1678 Clio so dargestellt. Nun, Van Gelder, Wielock und andere haben diese Interpretation vertieft und erweitert. Die Muse der Geschichte inspiriert die Malerei. In diesem Zusammenhang werden meist auch die Dinge auf dem Tisch gedeutet. Sie sollen die Musenschwestern oder die anderen Künste repräsentieren. Der Kopf wird meist als Maske interpretiert und unterschiedlich als Allegorie für das Theater, die Malerei oder aber die Bildhauerei semantisiert. Sie haben vielleicht die Ausstellung gesehen, 2010 im Kunsthistorischen Museum. Da hat die Kuratorin Sabine Penot einen Gipsabguss eines antiken Vorbildes von Apollo ausgestellt mit einem Lorbeerkranz und diesen Locken, und das war sehr überzeugend. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass es eben Apollo ist, also der natürlich sozusagen der Gott der Musen ist, mit einem Lorbeerkranz, der aber nur hier sozusagen als Gipsbüste auftaucht. Nun, Jan Sleuter hat 1998 der Interpretation der Clio als Muse der Geschichte widersprochen. Vermeer sei kein Historienmaler gewesen. Es sei abwegig, dass er der Muse der Geschichte und damit der Historienmalerei huldige. Clio, also er stellt nicht in Frage, dass es Clio ist, nur sagt er, Clio stehe einfach für Ruhm und Ehre der Malerei. Und in ihrer jugendlichen Anmut für das Ziel der Malerei als Verewigung weiblicher Schönheit. Und es ist auch richtig, dass zum Beispiel Clio von Van Mander in der Tat als Personifikation von Ehre und Ruhm bezeichnet wurde. Der Ruhm der Malerei mache die Kunst und damit den Künstler unsterblich und überdauere die Geschichte.
Die Malerei werde von der Vergangenheit gespeist und bringe den Niederlanden Ruhm, was durch die prominente Karte an der Rückwand vorgeführt werde. Diese Karte ist genau identifizierbar. Sie geht auf die Karte der Niederlande zurück, die der Kartograf und Verleger Claes Jansson Fischer 1636 herausgegeben hat. Es sind noch zwei Originale erhalten. Eine allerdings ohne Städtevidutten liegt in der Bibliothek Nationale in Paris und die andere in Schloss Gottkloster in Schweden. Was Sie vielleicht irritiert, ist, dass die Karte nicht genordet ist. Also man sieht das und denkt, wie geht denn das? Aber Sie müssen wissen, dass damals die Karten noch nicht genordet waren. Also Sie müssen das faktisch drehen, damit dass Sie verstehen, wie das gedacht ist. Nun, Sutton fasst in dem Katalog Where Mare and the Delft Style von 2008 den aktuellen Mainstream der Forschung zusammen. Ich zitiere: Thus a painter who is inspired by the muse creates an image that proclaims the fame and honor of his art and ensures the artist's own immortal honor. Und ähnlich Nils Büttner in seiner Vermeer-Monographie von 2010, ich zitiere Büttner, in diesem Sinne, also nämlich, dass die Kunst ewigen Ruhm beschere, thematisiert Vermeers Bild auch den von der Muse Clio belohnten Triumph der Malerei über die Zeit, wobei der Lorbeer, an dem der Maler arbeitet, gleichermaßen den durch sein Werk erworbenen Ruhm wie dessen Unvergänglichkeit sinnfällig zum Ausdruck bringt. Nun, entscheidend ist nun aber nicht lediglich, was dargestellt ist. Die ikonografisch-ikonologische Methode greift zu kurz. Die Frage ist, wie? Wie hat Vermeer die Personen, die Dinge und ihre Bezüge untereinander ästhetisch inszeniert? Es wurde längst festgestellt, dass Clio als Modell repräsentiert wird. Diese Beobachtung wurde aber zu wenig ernst genommen. Clio ist nicht die Muse der Geschichte und nicht die Allegorie der Malkunst. Sie inspiriert den Künstler nicht und sie kündet nicht von seinem Ruhm. Vielmehr ist sie ein Mädchen, ein bezauberndes Mädchen, ein Modell, das der Künstler als Clio verkleidet hat. Also Sie sehen, dass unter diesem gebauschten blauen Umhang ihr profanes Kleid sichtbar wird. Und was sie auf dem Kopf trägt, ist eigentlich auch kein wirklicher Lorbeerkranz, sondern eher ein Vierlefanz. Wobei man dazu sagen muss, dass das Blau dadurch zustande kommt, dass das Grün, dass der Grün war, aber Grün ist immer eine der schwierigsten Farben. Also die ist sozusagen verblaut. Hier wird nicht die Allegorie als reale Erscheinung verlebendigt, sondern das Modell wird als Modell kenntlich. Die Vorstellung, dass durch mimetisches Abmalen eines verkleideten Modells ein theoretisches Konzept, also Clio und alles, was mit der Muse der Geschichte und damit auch der Historienmalerei oder dem Ruhm der Malerei impliziert ist, adäquat repräsentiert werden könne, wird gebrochen. In der Kenntlichmachung der Allegorie, genauer der Personifikation, als Maskerade, macht Vermeer deren problematische Dialektik sichtbar. Nicht nur, was es bedeutet, wenn ein abstrakter Begriff verkörpert wird, und zwar ganz konkret durch eine weibliche Figur, sondern auch die andere Seite, die Walter Benjamin herausgearbeitet hat, die Entleibung, die Entwertung des Materiellen, der Umstand, dass die Dinge nicht mehr sich selbst bedeuten. Die Präsenz der jungen Frau im Vermeerschen Bild hingegen beharrt auf der Widerständigkeit des Materiellen. Vermeer legt die Differenz zwischen Signifikant, also dem weiblichen Modell, und dem Signifikat, also der Bedeutung als Geschichte, als Historienmalerei, Ruhm der Malkunst, offen. Die Personifikation der Clio zerstört sich so gleichsam selbst. Oder wir würden heute sagen, die Allegorie wird als die Allegorie dekonstruiert. Fast alle Kunsthistoriker gehen davon aus, dass, auch wenn es nicht ein direktes Selbstporträt ist,
wer mehr sich mit dem dargestellten Künstler identifiziere. Also Vlogs-Leute, Liedgesatten, sogar Arras. Es gibt ganz wenige Ausnahmen wie Christiane Hertel, Wolf Bryan oder Norman Bryson. Aber das Gemälde, das der gemalte Maler malt, ist nicht identisch mit dem Bild, das wer mehr gemalt hat und das wir sehen. Also das, was der Maler da malt, ja, ist natürlich ist nicht identisch mit dem Bild, was wir sehen. Weil was der malt, ist in der Tat Clio als Allegorie. Also auf dieser Leinwand hätte nur alle die Büste sozusagen der Clio Platz und das wäre dann wirklich eben Clio als also das Modell als Clio. Das heißt, der Modellcharakter von Clio würde, also oder wird auf diesem Bild unsichtbar sein. Ein fiktiver Betrachter des fiktiv fertig gemalten Bildes sehe ein Gemälde mit einer weiblichen Allegorie, die Clio repräsentiert. Sei es jetzt im Sinn der Muse der Geschichte, der Allegorie der Historienmalerei oder einfach des Ruhms der Malkunst. Wie auch immer, jedenfalls ein völlig anderes Werk als Vermeers Bild. Aber für uns offenbart der Vorhang, wie diese Personifikation einer abstrakten Idee zustande kam. Also würde der Vorhang fallen, würde er lediglich Clio verdecken, nicht aber den Künstler oder das ganze Bild. Dieser Künstler gibt vor, durch reine Mimesis, durch das Abbild einer realen Person, eine abstrakte Idee vergegenwärtigen zu können. Gleichzeitig aber wird durch die schräge, von Clio leicht abgewandte Stellung im Raum, also das ist eigentlich keine funktionale Position, suggeriert, der Maler gehe bei seinem Bild von einem mentalen Konzept vor. Sein Augenpunkt ist auch nicht der unsrige und damit auch nicht der von Vermeer, sondern liegt deutlich höher. Der Künstler hebt sich farbig von der gesamten Szene ab, also es ist so ein Schwarz-Weiß-Akkord mit roten Akzenten gegenüber einer Blau-Ocker-Sinfonie mit grünen Variationen. Nun malt er aber lediglich den Lorbeerkranz, also den Ruhm eben der Geschichte, der Malerei seinen eigenen. Also abgesehen davon, dass kein Maler je, auch nicht wer mehr, ein Bild mit einem Lorbeerkranz beginnen würde, es ist undenkbar. Aber viel prinzipieller sollen wir wirklich glauben, Vermeers tiefste Aussage über Malerei sei die Glorifizierung seines ewigen Ruhms. Obwohl Clio lediglich ein Modell ist, überschwemmt sie das Bild mit Bedeutung. Sie zwingt uns, das Bild zu semantisieren, insbesondere die Karte. Dass die Wandkarte, die so prominent ins Bild gesetzt ist, eine Kommentarfunktion erfüllt, wie ein Bild im Bild, steht außer Frage. Da die Wandkarte von Fischer von 1636 alle 17 Provinzen der Niederlande wiedergibt, also das ist die Niederlande vor der Teilung von 1648, gab sie Anlass zu politischen Interpretationen. Aber man muss zu bedenken geben, dass diese Fischerkarte damals absolut noch üblich war und auch in anderen Bildern, ich zeige Ihnen als Beispiel Ochterwelt, wo Sie das hinten auch sehen, von 1668, dass die durchaus noch abgebildet worden ist und dass es gar keine neue Karte von der Republik gegeben hat. Es muss an dieser Stelle auf die eminente Bedeutung der Kartografie in dieser Zeit und ganz speziell in den Niederlanden hingewiesen werden. Also ich habe Ihnen ja erzählt und ich rufe es Ihnen einfach in Erinnerung, dass die Niederlande damals eine Weltmacht war, die Weltmacht eigentlich mit ihren Kolonien und dass das natürlich nur also die Niederlande als Seemacht war und dass man dazu notwendigerweise Karten braucht. Und die Kartografie, das war eine relativ neue Wissenschaft, wo die Welt vermessen wurde und die, also das Zentrum dieser Kartografie, das waren die Niederlande, also dort wurden eigentlich praktisch fast sämtliche Karten gedruckt und die Karten, viele sehr reiche Leute, sehr reiche, aber das war sehr teuer, haben sich sozusagen solche Karten so wie ein Bild in die Wohnung gehängt. Wobei natürlich jede Karte, das gibt heute einen ganzen Forschungszweig, Mapping, wo gezeigt wird,
wie unobjektiv Karten sind, also dass Karten immer vorgeben, die Welt objektiv zu ordnen, aber dass natürlich immer Machtfragen sind, dass die Welt vermessen geordnet wird, aber nach bestimmten Gesichtspunkten und dass es eben auch immer Machtgeschichten sind, dass eine Interpretation von Welt, in der politische, historische, religiöse und hierarchische Perspektiven verbunden werden. Die semantische Dimension wird in den historischen Karten durch Allegorien und durch eingefügte Texte anschaulich zur Geltung gebracht. Ich zeige Ihnen ein Detail der Karte, wo Sie sehen, rechts oben die Allegorie der Niederlande, der nördlichen wie der südlichen, und dass eben die Niederlande als Seemacht hervorgehoben wird und dass die Bedeutung der Flüsse auch hervorgehoben wird. Und die zweite Kartusche auf der linken Seite der Karte, da sehen Sie die beiden Künste, die für die Kartografie notwendig ist, nämlich einerseits die Allegorie der Messkunst mit Stechzirkel, Lineal und Messlatte und aber eben auch Pictura mit Lorbeerkranz, Malstock und Pinseln, Paletten und einer Stadtansicht. Svetlana Alpers hat die Verwandtschaft von Kartografie und Malerei als Repräsentations- und Beschreibungsformen von Welt herausgearbeitet. Und interessant ist eben, dass sozusagen schon in der Karte selbst verschiedene Repräsentationsformen nebeneinander stehen. Also die Repräsentationsform von Welt als der Versuch sozusagen geometrisch, flächig die Welt darzustellen und daneben die Allegorien und daneben die Veduten der Städte. Nun, Kartografie ist auch Visualisierung von Geschichte und damit räumliche Entfaltung von Zeit. Also weil natürlich jede Karte ja auch sozusagen Länder so zeigt in dem Zustand, wie sie damals waren, politische Grenzen etc. Ja. Und das wurde interessanterweise schon zu Vermeers Zeiten so gesehen. Es gibt Kommentare zu Karten, wie zum Beispiel von Johann Bleu, 1663, zu seinem eigenen Atlas. Und er schreibt, Geografie ist das Auge und das Licht der Geschichte. Also man könnte eigentlich sagen, Vermeers Bild ist somit die Karte und nicht Clio, die eigentliche Patronin der Geschichte und der Historienmalerei. Also nicht die Allegorie, sondern die Karte ist die moderne Repräsentation von Geschichte. Nun, Vermeer hat sich erstaunlich genau an diese Karte gehalten und umso bemerkenswerter sind natürlich die Abweichungen. Und auch da hat Sabine Penot in dem Forschungsresümee, in dem Ausstellungskatalog auf ein sehr wichtiges Detail aufmerksam gemacht, nämlich auf diese große Textkartusche auf der linken Seite. Und das Interessante ist, dass diese Kartusche auf Vermeers Bild komplett leer ist. Und es ist verständlich, dass er nicht den Text hingeschrieben hat, den könnte man nicht lesen. Aber Vermeer hat an sich auch sonst immer sozusagen so etwas, immer, dass man imaginieren kann, dass da Schrift ist. Also dass man das Gefühl hat, da ist an sich Schrift. Aber hier sozusagen ist es wirklich eine komplett leere Kartusche. Und wenn man jetzt den Text liest, also in der realen Karte, die es ja noch gibt, dann sieht man, dass in dem Text, der Text beschreibt die gewaltigen Kriege, welche die Niederlande in Vergangenheit und Gegenwart erschüttert haben und die vor der ganzen Welt Zeugnis ablegen von der Stärke, Vermögen und vom Reichtum und der Macht der Niederlande. Also das heißt, man kann das durchaus so deuten, dass Vermeer das sozusagen bewusst weggelassen hat, auch um sozusagen zu zeigen, dass eigentlich die Kunst nicht in Kriegszeiten blüht, sondern eigentlich eben in Friedenszeiten. Vermeer hat seine Signatur auf den Rand der Karte gesetzt und ihr damit besondere Bedeutung verliehen. Also die Karte damit aber auch als seine Kartenversion definiert. Es ist natürlich klar, dass er nicht signiert mitten im Bild, weil das sozusagen die Signatur immer ein Problem ist, weil das sozusagen die Raumillusion unter anderem stören kann. Aber er hätte ja zum Beispiel, wenn er wirklich sich identifiziert hätte mit diesem Künstler, hätte er eigentlich auf dieser Leinwand von dem Künstler signieren können. Aber er signiert auf der Karte.
Ja, ein Detail, das bei der Restaurierung für diese Ausstellung hat man doch sozusagen diese Jahreszahl, die nämlich, also er signiert unten an dem dunklen Rand, das können Sie vielleicht noch ahnen, die Jahreszahl konnte man im Original zumindest eingrenzen, was die bisherige Datierung also bestätigt hat. Es ist 1666 bis 68. Unklar, Sie werden sich sagen, wieso weiß man nicht 66, 67 oder 68? Das liegt daran, dass es römische Ziffern sind und dass man auf jeden Fall sieht, dass nach dem 5, also nach dem V, ein Strich ist. Also es ist sicher 66, aber es könnte 67 oder 68 sein. Okay. Seit den grundlegenden Arbeiten zum Verhältnis von Kartografie und Malerei in Holland von James Velu 1981 und insbesondere Bärbel Hedinger 1986 wurde die Aufmerksamkeit vor allem auf den auffallenden Knick in der Karte gelenkt. Dieser Knick trennt in etwa die Republik des Nordens von den Südniederlanden. Aase Missen hat dagegen eingewandt, dass die bedeutende Provinz Seeland dann fälschlicherweise zum Süden gerechnet würde, also dass es eigentlich nicht sein kann. Er deutet den Knick als Verweis auf die Provinz Holland als eigentliches Zentrum der Republik. Zusätzlich markiert die Falte die Stadt Breda. Und Breda spielt ja eine besondere Rolle, nämlich einerseits 1566 als Auftakt des Widerstands gegen Habsburg, als Ort der Niederlagen gegen Spanisch-Habsburg. Also denken Sie, also 1635 die Übergabe von Breda, Sie kennen vielleicht das Bild von Velázquez. Und dann nochmal 1667 als Ort des Friedensschlusses im Seekrieg gegen England. Ja, wie ist das nun alles zu deuten? Als melancholische Sehnsucht nach der Vergangenheit, als die Niederlande unter habsburgischer Herrschaft, also da gibt es ja auch den Doppeladler hier bei dem Leuchter, noch eine Einheit bildeten. Als politisches Statement gegen die Teilung. Ich schließe mich in diesem Punkt den Ausführungen von Daniel Arras an, dass Vermeer uns mit höchster Akribie zeigt, dass die Dinge nicht genau erfassbar sind, dass wir die Erscheinungen lediglich als Erscheinungen wahrnehmen können. Auf Vermeers Karte können wir in der Tat nichts genau ausnehmen. Die Karte ist nämlich unleserlich. Also es gibt durchaus auch Bilder von niederländischen Künstlern, wo wir das, obwohl es so klein ist, ziemlich genau eigentlich alles sehen können. Was wir sehen, ist die Repräsentation einer Karte, die Karte als Bild. Die Knicke und Falten der Karten verweisen auf das Alter und den Gebrauch der Karte. Der Knick assoziiert die Teilung der Niederlande, stimmt aber nicht exakt mit der politischen Grenzziehung überein. Er kann politisch-historisch interpretiert werden, dies ist aber nicht zwingend. Diese inszenierte Unbestimmtheit evoziert Semantisierungen, also allemal natürlich durch die Verbindung mit Clio, ohne aber Bedeutung unmissverständlich festzuschreiben. Wir, die Betrachter und Betrachterinnen, sind es, die der Karte und damit der Geschichte der Niederlande ganz spezifische Bedeutungen zuschreiben. Das Licht, das von einem unsichtbaren Fenster von links in den Raum fällt, dient nicht zur Lesbarkeit der Zeichnung und der Details der Karte, sondern der Beschreibung der Struktur der Karte als Bild einer Karte. Das Licht ist der eigentliche Held des Bildes. Die Wand zwischen Karte und Vorhang ist leer, aber sie erstrahlt im Licht und macht gleichsam das Licht als Licht erfahrbar. Und dieses Licht ist kein göttliches Licht. Es ist ein natürliches Licht, das in den Raum strömt. Es ist das Licht, das die Materialität der Dinge in ihrer Stofflichkeit charakterisiert und voneinander unterscheidet. Also den Messingleuchter mit seinen Reflexen von der Tapisserie, die das Licht schluckt, etc. Und natürlich ist es so, dass hier Vermeer auf einer langen niederländischen Tradition, Van Eyck, vor allem Petrus Christus, basiert. Das werde ich Ihnen in der nächsten Stunde, wo wir über Licht sprechen, sehr genau dann darstellen. Hier ist besonders auffallend auch, dass das Schwarz, was ja normalerweise eher Dunkel oder Schatten repräsentiert, dass das
wirklich schwarz als Farbe eingesetzt wird und dass man mehr zeigt, dass Farbe, je nachdem, ob es im, also dass man auch sieht, dass Farbe schwarz leuchten kann im Licht. Ja? Also dass er hier das alles praktisch in Farbe übersetzt. Ja, wie gesagt, wir werden uns in der nächsten Stunde sehr genau über das Licht, mit dem Licht beschäftigen und da werde ich Ihnen auch zeigen, wie diese ganzen Lichtfragen von Descartes und Huygens etc. als sozusagen ganz entscheidende Fragen der Wissenschaft behandelt worden sind. Schauen wir uns die Raumkonstruktion an. Natürlich kannte Vermeer die komplexesten Perspektivkonstruktionen seiner Zeit und er kannte die Phänomene, die sich durch die Kamera obscura ergeben. Trotz dieser technischen Konstruktionshilfen ergibt sich ein erstaunlich flächiger Gesamteindruck des Bildes. Wir sind nämlich nicht in der Lage, mit unserem Auge die Abstände zwischen uns, den dargestellten Personen und Gegenständen und den Objekten untereinander genau abzuschätzen. Auch die Größenverhältnisse stimmen mitnichten. So ist der Maler im Verhältnis zu seinem Modell zu groß, beziehungsweise wirkt Clio zu klein und wie entrückt. Wissenschaftliche Exaktheit, Messbarkeit wird aufgerufen und thematisiert, aber nicht reproduziert. Malerei ist eben keine mathematische Wissenschaft, sondern Malerei. Also ich möchte gleichsam als Metapher dafür, ich weiß nicht, das kann man auch als eine Überinterpretation ansehen, aber mir ist einfach aufgefallen, dass der Malstock, sehen Sie das, der Malstock hat ja dazu gedient, dass der Maler die Hand aufstützt, damit die nicht zittert, ja. Funktioniert aber nur, wenn der Malstock auf der Leinwand ist. Aber hier ist der Malstock nicht an der Leinwand. Das heißt, er müsste eigentlich abrutschen. Und der zeigt, wenn man sich das anschaut, genau auf die Vedute, auf den Hof von Brabant, der natürlich für den Barock steht. Und für all das ist da eine Malerei, Allegorie, pompöse Repräsentationskunst etc. Also, ja, ich habe mich gefragt, vielleicht ist es schon eine Überinterpretation, aber ich finde es zumindest einen interessanten Gedanken. Ja, welche Bildgattung haben wir nun eigentlich vor uns? Also das Gemälde ist kein Genrebild im Sinn eines mimetischen Abbildes einer Alltagssituation. Also es ist nicht, was es ja gibt in der Zeit, es ist nicht einfach Maler im Atelier. Es ist aber auch keine Allegorie. Vielmehr wird ja, wie wir gesehen haben, die Allegorie der Clio als Maskerade vorgeführt und damit die Vorstellung, man könne durch Personifikationen abstrakte Ideen darstellen, ad absurdum geführt. Es ist aber auch kein Historienbild. Historie wird aufgerufen, aber als Bild einer Karte, auf der der Text der Heldentaten glorifiziert gelöscht ist. Leeres Bildfeld. Es gibt keine Heldentaten, keine Aktion, ja eigentlich überhaupt kein Narrativ. Stille Kontemplation, meditative Stimmung. Es werden keine festen Verknüpfungen hergestellt, sondern Gegenüberstellungen, die den Betrachter animieren, selbst Verknüpfungen zu generieren. Going, van Gelder und Zedlmayr haben darauf hingewiesen, dass das Motiv Lukas malt die Madonna aufgerufen werde. Und ich meine zu Recht, die in blau gekleidete Clio mit dem Buch in der Hand und dem gesenkten Blick bestrahlt von Licht erinnert an die Madonna. Aber es ist eben kein religiöses Bild mehr, sondern ein profanes. Und damit gibt es eben auch keine festgelegten Bedeutungen, wie in der von der christlichen Heilsgeschichte sanktionierten ikonografischen Tradition. Wielock hat in seinem Vortrag zu Beginn der Ausstellung zu Recht betont, dass Vermeer ursprünglich von der Historienmalerei herkommt und die Würde und Tiefe des Historienbildes auf das Genrebild übertragen habe. Damit werden aber auch die scheinbaren Dichotomien aufgehoben. Also hier das gewichtige Historienbild und die bedeutungsschwangere Allegorie und da das angeblich mimetische Genrebild. Vermeers Gemälde ist eine Repräsentation von Wirklichkeit, in der die Bedeutungsebenen der Allegorie und des Historienbildes aufgehoben sind. Es geht um die Erfassung und Erkenntnis der Wirklichkeit, wobei deutlich gemacht wird, dass diese Wirklichkeit nicht messbar, nicht beherrschbar, sondern voller Geheimnisse ist. Ein modernes Bild also, in dem Bedeutungen nicht mehr klar fixiert sind, sondern offen und unbestimmt bleiben und das betrachtende Subjekt zu Semantisierungen aufgerufen wird.
Und die Figur der Clio macht deutlich, dass wir die Welt über Modellvorstellungen sehen und interpretieren. Also das mag für Sie jetzt alles sehr modern klingen. Und um diese These, um diese prinzipielle These zu erhärten, möchte ich Ihnen jetzt ein zweites Werk von Vermeer zeigen. Es ist ein Werk, worüber ich länger gearbeitet habe und was in meinem Buch, also das Sichtbare und das Unsichtbare, sozusagen, ich das dort bedeutend ausführlicher gemacht habe. Meine These ist, dass Vermeer in diesem Bild analog zu der Malkunst, aber mit anderen formalen Mitteln, nämlich mittels eines Bildes im Bild, die Funktion von Malerei reflektiert hat. Und dieses Bild ist die Frau mit der Waage, ja, wo ich meine, dass eben das sozusagen eine malerische Reflexion ist über das, was Malerei eigentlich ist, und dass Malerei eben so etwas ist, wie dass die Bedeutung produziert und uns sozusagen die Welt auch auf die Weise vermittelt. Nun, dieses Werk, das wurde früher oft als Goldwegerin bezeichnet, heute meistens als Perlenwegerin. Es ist etwa um 1664 entstanden, es ist heute in Washington in der National Gallery. Das Gemälde zeigt einen nahsichtigen Ausschnitt aus einem abgedunkelten Innenraum, in dem eine Frau an einem Tisch steht und mit der rechten eine Waage im Gleichgewicht hält, auf die ihre niedergeschlagenen Augen gerichtet sind. Auf dem Tisch liegen ein blauer Stoff, zwei Kästchen, Perlen und Goldketten und Münzen. Links muss das Fenster angenommen werden, durch den gelb-orangen Vorhang dringt das Licht in den Raum. Gegenüber der Frau ist ein Wandspiegel angebracht, von dem lediglich der Rahmen und ein senkrechter Lichtstreifen sichtbar sind. An der Wand hinter der Stehenden hängt ein großes Gemälde mit der Darstellung des jüngsten Gerichts. In der Projektionsfläche verdeckt die weibliche Figur die Mitte des Gemäldes. Also das ist der Ort, wo traditionell der Erzengel Michael steht mit der Waage und die Seelen wiegt. Nun, es ist dieses jüngste Gericht, also das Bild im Bild und dessen Relation zur weiblichen Figur, die zu den unterschiedlichsten Deutungen des Gemäldes geführt haben. Bereits Thore Bürger, der enthusiastische Wiederentdecker von Vermeers künstlerischer Bedeutung, sah eine inhaltliche Verbindung der weiblichen Figur zur Darstellung des jüngsten Gerichts. In seinem Katalog von 1866 schrieb er zu La Paiseuse de Perles, also auf Französisch, ah, du pèses des bijoux, tu seras pesé et jugé à ton tour. Also, du wirst genauso gewogen und beurteilt werden am jüngsten Gericht. Nun, diesen Gedanken vertiefend entwarf Herbert Rudolph 1938 die erste ausdrücklich ikonologisch orientierte Auslegung des Gemäldes. Er interpretierte die weibliche Figur als Vanitas, die sich mit weltlichen Reichtümern befasse, statt sich auf das Weltgericht zu orientieren. Auch die Perlen und den Spiegel deutete er als Vanitas-Symbole. Und diese moralisierende Interpretation beherrschte dann die weitere Forschung. Wielock hat nun aber auf der Grundlage von mikroskopischen Untersuchungen zweifelsfrei feststellen können, dass auf der Waage weder Goldstücke noch Perlen gewogen werden. Die Waagschalen sind leer. Und jetzt haben sich die Interpretationen komplett verändert, aber die Struktur der Deutungsmuster ist genau dieselbe geblieben. Nämlich die Setzung des Weltgerichts als religiöse und moralische Norm. Also die weibliche Figur wird jetzt nicht mehr als Gegensatz zum, sondern im Einklang mit dem Weltgericht gesehen. Also sie versinnbildlich jetzt nicht mehr die Eitelkeit, sondern die Wahrheit des rechten Glaubens, Justitia oder das Gewissen. Verantwortungsbewusst und maßhaltend brauche sie sich vor dem jüngsten Gericht nicht zu fürchten, da sie ihre Taten sorgsam abwäge. Und das ist also zum Beispiel die Beschreibung von Wielock. Also es gibt unterschiedliche kunsthistorische Interpretationen. Und so unterschiedlich die sein mögen, gehen sie alle
von einer moralisierenden Deutung aus und setzen das jüngste Gericht als absolute Norm und nicht hinterfragbare Instanz. Die Frage nach dem Stil des Bildes im Bild und dem Verhältnis zum Hauptbild wird nicht gestellt. Allesamt ignorieren sie die ästhetische Inszenierung. Der Umstand, dass auf Vermeers Gemälde eine junge Frau mit einer Goldwaage hantiert, ist zwar selten, aber es ist nicht unbekannt. Also sozusagen Prinzip, man muss jetzt auch, um das jetzt zu klären, muss man sich überlegen, was für verschiedene Ikonografien sind in diesem Bild verbunden. Also Geld wegen, das gibt es zum Beispiel ein Werk von Petrus Christus, was sehr wahrscheinlich auf ein Werk von Jan van Eyck zurückgeht, von 1449, wo Sie sehen, dass der heilige Eligius sozusagen Gold wiegt. Und da sehen Sie, dass es auch nicht unbedingt negativ bewertet werden muss, weil es ist ja immerhin ein Heiliger. Und bei Quintin Massais, der das weiterführt, diese Ikonografie, sehen wir einen Pfandleiher und seine Frau, was eine weitere Profanisierung natürlich des Themas bedeutet. Aber diese aufgeschlagene Seite im Gebetbuch zeigt die Madonna mit dem Kind und sozusagen sanktioniert damit gleichsam die Rechtschaffenheit dieses Geldwechslers. Im Zusammenhang mit Vermeers Bild wird vollkommen zu Recht immer wieder das Bild von Pieter de Hoogh genannt, die Geldwägerin, auch also um 1464. Es ist umstritten, also es ist nicht geklärt, ob Pieter de Hoogh Vermeer beeinflusst hat oder aber umgekehrt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass da ein Zusammenhang besteht, aber es gibt eben diesen absolut eklatanten Unterschied, dass nämlich bei Pieter de Hoogh die Frau de facto Goldstücke wägt und dieses Bild des jüngsten Gerichtes eben fehlt. Nun, neu und verblüffend ist die Tatsache, dass auf der Waagschale in Vermeers Bild keine Objekte, kein Geld, kein Gold, keine Perlen gewogen werden. Eine Frau mit einer leeren Waage in der Hand ruft unweigerlich die Assoziation an Justitia auf. Also Ripa hat in seiner Ikonologie die Gerechtigkeit als Frau mit einer Waage beschrieben und eine Figur mit einer leeren Waage in der Hand ist bis in die Antike zurückgehen, immer wieder, also gibt es uralte Sachen, auch bis nach Ägypten zurückgehen, dass das eben sozusagen die Repräsentation der moralischen Beurteilung eines Menschenlebens ist, eine Figur mit einer leeren Waage in der Hand. Allerdings stellt Vermeer erstmals das profane Motiv des Wägens materieller Güter dem himmlischen Vorgang der Seelenwägung gegenüber. Also das heißt, wir können sagen, die einzelnen Bildelemente waren den Zeitgenossen geläufig und riefen wohl die entsprechenden Assoziationen hervor, um aber gleich wieder in Frage gestellt zu werden. Also es ist ein Genrebild mit einer Frau, die ihre Preziosen wägt, aber bei genauem Hinschauen tut sie das gar nicht. Es gibt Vanitas-Elemente, die aber gleich wieder entkräftet werden. Justitia, aber es ist eben doch nicht Justitia, weil Justitia hat nämlich auch immer ein Schwert. Das Weltgericht mit seiner klar definierten Bedeutung, allerdings lediglich als Bild im Bild, die Seelenwaage, die aber wiederum durch die profane Figur verdeckt, ja substituiert wird. In der Frau mit der Waage verunsichert Vermeer eine strikt allegorische Lesart. Er erschüttert das Dogma der Allegorie, nämlich die Klarheit festgelegter Codes. Durch die Evokation mehrerer unterschiedlicher, ja sich widersprechender Bedeutungen, bricht die eindeutige Identifizierung weg. Ähnlich wie in der Malkunst bleibt unklar, um welche Gattung es sich handelt. Um eine allegorische Darstellung oder aber doch um ein Genrebild. Die Tatsache, dass nichts gewogen wird, sondern die Waagschalen leer sind, das entindividualisierte Gesicht und der Umstand, dass die Figur weiblichen Geschlechts ist, weisen in Richtung einer Allegorie. Diesen allegorisierenden Elementen widerspricht aber das häusliche, bürgerliche, realistisch inszenierte Interieur. Auch hier überwindet Vermeer diese polaren Positionen. Er wendet sich gegen die abstrakte Allegorie, ebenso wie gegen eine Vorstellung von Genrebild, das angeblich die Wirklichkeit bzw. bloß das Alltägliche abbilde.
Vermeer hat die Komposition so gebaut, dass der Eindruck absoluter Ruhe und Aufmerksamkeit entsteht. Diese Ausstrahlung innerer Ruhe ist ein Charakteristikum vermeerscher Kunst. In diesem Bild wird das Prinzip durch die mathematisch strenge Komposition perfektioniert und erhält durch das Motiv der Waage eine semantische Zuspitzung. Die Konzentration auf eine einzige weibliche Figur in einem nahsichtigen Innenraumausschnitt, die ihrerseits ganz versunken ist in eine einfache Tätigkeit oder nur präsent in ihrer Aufmerksamkeit, findet sich auch in verwandten Werken aus der Entstehungszeit des Bildes. Also ich zeige Ihnen hier einfach zum Beispiel die Briefleserin in Blau oder die junge Frau mit Perlenhalsband, man könnte auch an die Dienstmagd mit Milchkrug denken, etc. Aber es gibt einen gewichtigen Unterschied zu diesen Werken. In den genannten Werken ist die Wand hinter der Frau leer oder sie ist unter Umständen eben mit einer Karte bedeckt. Jedenfalls, und das ist das Entscheidende, jedenfalls besteht Einklang und Harmonie zwischen Rückwand und Figur. Nicht so bei der Frau mit der Waage. Hier inszeniert Vermeer einen Gegensatz, der extremer nicht sein könnte. Vermeer hat häufig Bilder in Bilder integriert und diese stammen immer von Zeitgenossen oder von Künstlern, die kurz davor gearbeitet haben. Und es gibt die eine und einzige Ausnahme, nämlich hier das Jüngste Gericht. Hier greift Vermeer nämlich auf einen älteren Stil aus dem späten 16. Jahrhundert zurück. Also man kann nicht, das genaue Vorbild ist nicht bekannt, weil sonst bei den Vermeer-Bildern können wir oft wirklich sozusagen das genaue Vorbild dieser Bilder im Bild bestimmen. Hier können wir das nicht, es hat es sehr wahrscheinlich gegeben, aber ist sehr wahrscheinlich nicht mehr erhalten. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, was sozusagen stilistisch ähnlich ist. Ja, das ist, ich könnte Ihnen jetzt auch was anderes zeigen. Dieses ist jetzt von Franz Franken. Es ist auf jeden Fall, also vom Stil von Vermeer her gesehen, ist es auf jeden Fall ein Werk des späten Manierismus. Die Dramatik und das schrille Pathos der nackten Figuren mit ihren je ausfahrenden Bewegungen, der hysterische Duktus des düster drohenden Gemäldes, bilden den denkbar größten Gegensatz zu Vermeer. Also wenn Vermeer das jüngste Gericht als theologische und moralische Instanz angesehen hätte, warum zitiert er dann eine Kunst, die ihm vollkommen konträr ist? Wenn er schon, was er sonst nie getan hat, auf ein Werk von vor 1600 oder um 1600 zurückgreift, warum dann nicht auf die berühmten Weltgerichte in der Art des Roger van der Weyden, Petrus Christus oder Hans Memling? Und man muss einfach sagen, Vermeer zitiert hier eine Kunst, die ihm komplett konträr und total fremd ist. Der Gegensatz, den viele bemerkt haben, ist nicht der zwischen Vanitas und Weltgericht, nicht der zwischen einer eitlen Frau und der moralischen Instanz, auch nicht einfach der zwischen der profanen und der himmlischen Sphäre. Es ist der Gegensatz zwischen einer harmonischen, geordneten, diesseitigen Welt, Vermeers Welt, und einem Bild, in dem alle Gesetze von Maß, Ruhe und Harmonie außer Kraft gesetzt sind, zugunsten einer affektiv bewegten und gestikulierenden Menge. Aber auch die aktuelle Forschungsmeinung, wonach eine Analogie, ein Gleichklang zwischen der Frau, also Temperantia, Wahrheit, Gerechtigkeit und dem Weltgericht herrsche, verkennt diese Differenz. Es herrscht kein Gleichklang. Dieser Gegensatz ist nicht nur formal, er ist durchaus auch inhaltlich zu verstehen. Hier das behutsame, maßvolle Abwägen, wo es um minimale Gewichtungen geht und dort das dichotomische Entweder-Oder. Der Erzengel Michael, von der Gestalt der Frau gleichsam unsichtbar gemacht, verweist auf Himmel oder Hölle, Tertium non datur. Ja. Ja gut, das, die Frage kommt immer. Also es ist so,
diese Geschichte mit der Schwangerschaft gibt es auch Deutungen, die das sozusagen weiter ausdeuten. Es ist so, dass man zeigen kann, dass es eine Mode war damals in den Niederlanden, diese sehr ausladenden Gewändern, und dass auf sehr vielen Bildern von Vermeer wir genau diese Figuren haben. Ich glaube nicht, dass man das schließen kann, dass sie schwanger ist. Ich glaube, dass es ist eine Art Schönheitsideal, was bis ins Mittelalter zurückgeht, was schon mit Schwangerschaft, aber im Sinn von Fruchtbarkeit zusammenhängt, wo sie also schon bei Adam und Eva von Van Eyck etc. zeigen können, dass die solche Bäuche haben, wo man meint, sie sind schwanger, was einfach der Idealtypus sozusagen einer Weiblichkeit darstellt. Und im Fall von Vermeer ist es so, dass das eine Mode ist und dass man das sozusagen fast bei allen seinen Bildern zeigen kann. Und zusätzlich in dem Fall kommt dazu, dass das sozusagen formal, wenn Sie sich das anschaut, ergibt sich ja fast eine stereometrische Figur. Ja. Und ich glaube, dass sozusagen dieser ästhetische Moment, dass diese Frau vollkommen in sich ruht, dass das durch diese Form, gesteigert wird. Ich glaube nicht, dass man annehmen muss, dass sie jetzt schwanger ist. Das glaube ich nicht. Aber ja, es kann natürlich sein. Wenn man es historisch, man kann solche Dinge immer nur und ausschließlich historisch angehen und sich anschauen, was ist zu der Zeit wie gemacht worden. Und da wird das nicht gestützt, weil es allgemein so ist. Also die haben nicht diese spiraldünnen Frauengestalten als Idealbild gehabt, wie das für uns heute einigermaßen selbstverständlich ist. Nun, Vermeer setzt alles daran, uns bewusst zu machen, dass es sich bei dem Weltgericht um ein Bild handelt. Sein Gemälde zeigt ein profanes Interieur mit einem sakralen Werk. Das Thema des jüngsten Gerichts verweist auf ein Altarbild. Es ist kein Motiv, das im Allgemeinen in einem holländischen Interieur beheimatet war. Es ist also ein fremder Ort. Das Zitat eines Altarbildes in einem Kontext, in den es nicht gehört, das ist Verfremdung. Vermeer pointiert den Kunstcharakter nicht lediglich durch den manieristischen Stil des Bildes. Der Akzent wird nicht auf die Darstellung des Weltgerichts gelegt, sondern auf den massiven Rahmen. Also wenn Sie das sehen, und das ist im Original sehr gut zu sehen, sehen Sie, dass das Licht, also das ist ja die zentrale Kategorie bei Vermeer, das Licht fällt einerseits auf die leere Wand und andererseits auf diesen sehr massiven vergoldeten Rahmen, aber nicht auf das Bild. Das sakrale Bild im Bild dient nicht als unhinterfragte Instanz und Kommentar zur profanen Szene, also weder affirmativ noch als Gegensatz. Das mittelalterliche Denken in Analogien wird vorgeführt, funktioniert aber nicht mehr. Die ikonologischen Deutungen, so unterschiedlich sie sein mögen, bleiben diesen Analogien verhaftet. Also so wie du wiegst, wirst du gewogen werden, wie auf Erden, so im Himmel und so weiter. Das Paradigma, das moralische Muster, in dem wir die Szene beurteilen, hängt als Bild an der Wand und wird als veraltetes Bild kenntlich. Das Bild im Bild funktioniert nicht als Wahrheit, nicht als Interpretationsrahmen. Vielmehr wird eben dieser Rahmen, also als Zitat offenkundig. Es ist, wie wir sahen, der Rahmen des Bildes, der auch die Figur umfasst, der betont und vom Licht hervorgehoben wird. Das Bild im Bild produziert Bedeutungen und fordert uns zu Semantisierungen auf. Das Bild des jüngsten Gerichts zwingt uns, das Gesamtbild in seinem Rahmen zu deuten, so wie Clio uns zwingt, die Karte und das gesamte Bild zu deuten und uns gleichzeitig vorführt, dass dies eben nur Modellvorstellungen sind. Vermeer zeigt uns den Rahmen, innerhalb dessen wir sehen und denken.
Also mir ist schon klar, dass das sehr modern tönt und dass es viele von Ihnen geben wird, die sich sagen werden, das ist einfach undenkbar in Vermeers Zeit. Also mir ist schon klar, dass das eine starke These ist, die begründet werden muss. Und zwar einerseits natürlich durch die ästhetische Analyse, das habe ich versucht, durch die ikonografische Tradition, beziehungsweise durch die Brüche innerhalb der Tradition, sondern auch durch eine breitere außerkünstlerische Kontextualisierung. Also das ist jetzt, also ich meine, dass jede Interpretation, ja, Interpretationen sind Annäherungen, aber prinzipiell würde ich immer meinen, es gibt bestimmte Dinge, ohne die eine Interpretation einfach nicht geht. Das eine ist, dass wir das Bild selber in seiner ästhetischen Struktur genau analysieren und dass wir die Form ernst nehmen. Das zweite ist, dass wir immer die Bildtradition untersuchen, ohne die das nicht geht, weil wir gewisse Dinge einfach nicht wissen. Und das dritte ist, dass wir das breiter kontextualisieren mit außerkünstlerischen Faktoren. Und das eine dieser außerkünstlerischen Faktoren ist die Frage nach der Lektürekompetenz der Rezipienten und Rezipientinnen. Also dass wir uns fragen müssen, das ist eine sehr schwierige Frage, aber dass wir uns sozusagen versuchen zu fragen, wie war das sozusagen für die Leute, was waren die gewohnt? Ja? Bei der theologischen Einschätzung des Gemäldes ist die Forschung ausschließlich von der angeblich katholischen Konfession des Künstlers ausgegangen. Wobei man dazu sagen muss, dass wir über Vermeers persönliche religiöse Überzeugungen eigentlich nichts wissen. Die wenigen Tatsachen, die wir mit Sicherheit aus den Quellen schließen können, sind seine Taufe in einer reformierten Kirche und seine Heirat dann mit der Katholikin Katharina Bohlnes. Montias, dem wir ja das wichtigste Quellmaterial über Vermeer verdanken, schloss aus der Tatsache dieser Heirat und dem Umstand, dass die Mutter der Braut, also Maria Thiens, sich ursprünglich gegen diese Verbindung gestellt hatte, dass Vermeer zum Katholizismus konvertierte. Paul Abels hat dies in seiner gründlichen Studie Church and Religion in the Life of Vermeer zu Recht bezweifelt. Es gibt kein einziges Dokument, das Vermeers Übertritt zum Katholizismus belegt. Und man kann natürlich auch sagen, sogar wenn er übergetreten wäre, kann er sein, dass er das einfach gemacht hat, um diese Frau zu heiraten. Man sagt nichts sozusagen über seine Glaubensvorstellungen aus. Also das heißt, wir wissen das einfach nicht. Aber was merkwürdig ist, ist, dass nicht nach den konfessionellen Überzeugungen der Rezipientinnen gefragt wurde. Und wir haben einen seltenen Glücksfall bei Vermeer, dass wir nämlich über eine, also speziell ist bei diesem Bild, eine ziemlich lückenlose Provenienzgeschichte haben. Also wenn das Gemälde mit der Frau mit der Waage, was viele Autoren eben behaupten, eine dezidiert katholische Botschaft enthält, wäre es wohl undenkbar, dass Nicht-Katholiken es erworben hätten. Aber genau dies ist der Fall. Wir kennen die frühen Besitzer des Gemäldes. Es waren Protestanten, Remonstranten, Mennoniten. Kein einziger war Katholik. Die erste sichere Quelle ist der Auktionskatalog der Sammlung von Jakob Dissius vom 16. Mai 1696, bei dem dieses Bild als eine Jungfrau, die Gold wiegt, in Encasie, also in eine Jungfrau, die Gold wiegt, in einem Kassette von Jan van der Meer van Delft, sehr schön und kunstvoll gezeigt, zusammen mit 20 Werken von Vermeer versteigert worden ist. Nun, das ist eine komplizierte Geschichte, kann die nur sozusagen hier also kurz zusammenfassen, weil also man weiß, dass Vermeer hat ein winziges Oeuvre und 20 Werke wurden eben, haben Jakob Dissius gehört, die dann versteigert worden sind. Und Dissius war Besitzer einer Druckerei. Seine Frau war Magdalena von Reuben. Nach ihrem Tod erschienen in einer Inventarliste bereits 20 Gemälde von Vermeer in der Sammlung Dissius auf. Und diese Magdalena war wiederum Tochter von Peter Klaas von Reuben, einem sehr reichen Patrizier und Sammler. Und die, also die Vorstellung ist von Montias, dass eben dieser van Reuben
also fast alle sozusagen Vermeers eigentlich gesammelt habe. Nun, Van Reuben selber war Remonstrant. Die Remonstranten, wissen Sie, das waren sozusagen die waren zwar reformiert, aber keine Calvinisten, sondern das waren die ganz sozusagen die allertoleranteste Richtung innerhalb dieser Religion. Also das wäre sozusagen, wenn wirklich Van Reuben das ursprünglich besessen hat, würde das heißen, es hat ein Remonstrant besessen, seine Frau Maria Simonster de Knoit, die immerhin Vermeer in ihrem Testament eine ansehnliche Summe von 500 Gulden vermacht hat, die war wiederum Mitglied der reformierten Kirche. Der Käufer auf der Versteigerung von Dissius war Isaac Rouleau, seines Zeichens Kaufmann, Künstler und Mennonit. Die zeitgenössischen Besitzer dieses und anderer Werke von Vermeer stammten aus unterschiedlichen Konfessionen. Sie waren im Allgemeinen keine Katholiken. Eine stringente katholische Botschaft scheint somit unwahrscheinlich. Aber also, ich meine, es war jetzt ein bisschen kompliziert für Sie, aber das Wesentliche daran ist, dass es eben unterschiedliche Konfessionen sind und dass alle diese Leute zu einer kulturellen Elite gehört haben. Ob nun bereits Van Reuben Vermeers gesammelt hatte oder ob er die 21 Gemälde, immerhin ist das ungefähr die Hälfte des gesamten Oeuvres, ob die erst bei Dissius zusammenkamen. Jedenfalls war die Frau mit der Waage Teil einer Vermeer-Kunstsammlung. Also das heißt, es kann davon ausgegangen werden, dass die Rezipienten und Rezipientinnen über Kunstverstand und Lektürekompetenz verfügten und mit Vermeers Welt vertraut waren. Also was daraus hervorgeht, denke ich mir, ist, es war ein Teil einer Kunstsammlung, wo man davon ausgehen kann, dass es Menschen sind, die sich wirklich mit der Kunst von Vermeer auseinandergesetzt haben und dass es nicht unbedingt sozusagen eben ein massiv religiösisch oder katholisch inspiriertes Werk war. Ich habe gesagt, Vermeer zeigt uns den Rahmen, in dem wir wahrnehmen. Er zeigt uns das jüngste Gericht als Bild. Nun, um Ihnen sozusagen zu zeigen, dass es nicht, also man muss ja immer fragen, was ist denn historisch möglich? Sind bestimmte Dinge historisch möglich? Und ich würde sagen, ja, sie sind historisch möglich. Und das möchte ich Ihnen sozusagen an ein paar Beispielen zeigen. Nämlich analog zu Vermeer, hat Descartes, ausgehend unter anderem von Kepler, der in seiner Optik begonnen hatte, das Instrumentarium des Sehens selbst, also das Auge, zu untersuchen, eben dies für die Philosophie gefordert. Descartes radikaler Zweifel an allen Wahrnehmungen, an gewohnten Denkweisen, hatte ihn dazu geführt, die Methoden des Denkens selbst zu analysieren. Also Sie müssen denken, Descartes war in Amsterdam, hat dort also in den 30er, 40er Jahren, kurz bevor Vermeer gemalt hat, gearbeitet. Und Descartes wird heute, also meines Erachtens, immer unglaublich verfälscht dargestellt, aber wenn man Descartes liest, dann sieht man, dass sozusagen, was mit Descartes beginnt, ist, dass er wirklich versucht, die Methoden unseres Denkens zu analysieren. Und dass er dafür eintritt, dass sozusagen unsere Alltagserfahrungen überwunden werden sollen, zugunsten eines kritischen und selbstreflexiven Denkens. Also Descartes denaturalisierte das Wissen. Und wir könnten sagen, analog zu Descartes untersucht Vermeer auf der Ebene des Sichtbaren den Rahmen und die Instrumente unseres Denkens. Die Waagschalen sind leer, geprüft wird das Werkzeug der Urteilsfindung. Nun, in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts, also das ist jetzt wirklich genau die Entstehungszeit der beiden Bilder, hatte Descartes Einfluss in den Niederlanden seinen Höhepunkt erreicht. Die neue Philosophie wurde nicht mehr nur in akademischen Zirkeln an den Universitäten diskutiert, sondern in breiteren Kreisen.
Der Kartesianismus war sowohl als Referenzrahmen für die sich entwickelnden Naturwissenschaften wie aber auch in theologischen und politischen Debatten von eminenter Bedeutung. Das neue kartesische Denken wurde zu einem kulturellen und sozialen Phänomen erster Ordnung. Es entstand ein Klima, in dem sowohl eine rationalistische Philosophie, Mathematik und Kartografie, wie auch empirische Wissenschaften, wie insbesondere die Optik und durch sie bedingte Forschungen möglich wurden. Und natürlich ermöglicht wurde das durch ein bestimmtes Klima, nämlich durch das Klima der damals fortgeschrittensten bürgerlichen Gesellschaft, wenn man das jetzt vergleicht sozusagen mit allen anderen Ländern Europas. Aber trotz der hohen Toleranz, die im damaligen Europa wohl einzigartig war, verlief dieser Prozess nicht ohne Widerstände und schwere Kämpfe. Nun, in den 60er Jahren war es so, dass dieses sehr radikale Denken von Descartes nicht nur die Philosophie und eben Wissenschaften massiv beeinflusst hat, sondern dass es einige Denker gab, die das jetzt auf die Theologie übertragen haben. Also auf die Theologie und auf die Bibel. Das ist ein zwar naheliegender Schritt, den Descartes selbst aber nicht getan hat. Und dies geschah in einem Kreis von Personen um Spinoza. Spinoza war nicht, wie man lange gedacht hat, der isolierte Einzelgänger, sondern Spinoza hat einen ganzen Kreis von Menschen um sich, die ähnlich gedacht haben. Also ich verweise Sie darauf, ich habe Ihnen das in der Literaturliste, finden Sie dieses Buch von Freihof Spies über 1650, wo es einen Artikel gibt von Wieb van der Bunge, der sozusagen diese Situation sehr genau darstellt. Es gibt zum Beispiel einen Denker, der hieß Korbach, der jegliche Vorstellung von übernatürlichen Phänomenen abgelehnt hat. Von Wundern oder also von praktisch allen sogenannten Glaubenstatsachen. Und der hat dezidiert sozusagen geschrieben, dass die Vorstellung der Glaube an sowas wie ein jüngstes Gericht, dass das einfach menschliche Vorstellungen seien und dass so etwas an sich nicht existiere. Spinoza ging im Unterschied zu Descartes nicht von einer dualistischen Konzeption aus, welche die Res Cogitans, also den Geist, das Denken, von der Res Extensa, also den Körpern, trennt. Nach Spinoza sind Geist, also die Seele, und der Körper lediglich unterschiedliche Attribute der einzigen Substanz. Und diese Substanz ist Gott. Und Gott offenbart sich einzig und allein in der Ordnung der Natur. Also Sie kennen den Ausspruch vielleicht Deus sive natura, also Gott oder Natur, das ist sozusagen eins. Das heißt, Erkenntnis gründet somit nicht in der Abwendung von irdischen Dingen, sondern in der Hinwendung zu ihnen, da das Göttliche nur in den konkreten Ausdrucksformen erkannt werden kann. Die Quintessenz von Spinozas Philosophie ist der Gedanke der Immanenz. Also dass das Göttliche nicht als von der Welt, von der Schöpfung getrenntes zu erfahren ist, sondern dass sich Gott in der Schöpfung selbst manifestiert. Ja, und ich sehe nun in Vermeers Bildern eine Spinozas Philosophie analoge Denkstruktur. Ich verweise auf eine Dissertation von Sarah Horneck von 2004, die ich Ihnen auch angegeben habe, die dem genauer nachgegangen ist. Im gleichen Land und zu genau derselben Zeit, also den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts, in denselben gesellschaftlichen Verhältnissen lebend und geprägt von denselben Diskursen, hat der Maler Vermeer eine ähnliche Sicht auf die Welt visualisiert, wie sie der Philosoph begrifflich gefasst hat. Also wenn es sogar formulierbar war, dass das jüngste Gericht lediglich eine anthropomorphisierte Vorstellung ist, also ein Bild, warum sollte es dann nicht möglich sein, dies als Bild darzustellen? Also es kommt dann auch immer wieder die Frage, hat Vermeer das bewusst gemacht? Ja, das weiß ich nicht, das
weiß kein Mensch, er stellt es so dar. Künstler artikulieren sich über Bilder. Und natürlich hätten sie das jetzt so begrifflich, wie ich das sage, nicht gesagt. Ja? Aber es zeigt sich in den Bildern. Der Philosoph Spinoza und der Maler Vermeer entwarfen auf je spezifische Weise ein Weltbild, in dem die Vorstellung von göttlicher Immanenz in der Welt verbunden ist mit Erkenntnis und Selbsterkenntnis, mit einer bestimmten Affektlage, nämlich der Ausgewogenheit und einer neuen selbstbestimmten Ethik, die das moralische System von Belohnung und Strafe sowie die damit verbundene Konzeption von Jenseits und Weltgericht verabschiedet. Also Spinoza hat in seiner Ethik das sehr schön dargestellt. Der hat ja sozusagen in seiner Ethik auch gezeigt, dass faktisch die innere Ausgewogenheit, die innere Ausbalanciertheit, das Maß, die Waage eben, dass das sozusagen das ein gewisses Ziel ist und diese Vorstellung von Ethik dargestellt und hat eben diese Vorstellung von Belohnung, von Strafe, von jüngstem Gericht verabschiedet. Vielleicht haben Bilder wie dieses dazu beigetragen, dass die Welt, das eigene Selbst und das in der Welt sein anders gesehen und erfahren werden konnten. Was bei Spinoza als Immanenz des Göttlichen in den Attributen beschrieben wird, wird bei Vermeer in der unergründlichen Schönheit der Dinge ansichtig, insbesondere auch im Licht. Und das Licht, was bei Vermeer sozusagen die zentrale Größe ist, ist auch bei Spinoza eigentlich die zentrale Größe. Ja, ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang zum Abschluss nochmal kurz auf die Malkunst zurückkommen, und zwar auf dieses Motiv des Vorhangs. Also ich glaube, dass dieser Vorhang von Vermeer in einer ganz besonderen Weise diesen Gedanken von Immanenz, nämlich dass die Schönheit und die Wahrheit in den Dingen selbst liegt, dass der das besonders zeigt. Der Vorhang ist zurückgeschlagen und offenbart uns das Bild. Und bemerkenswert ist nun, dass die uns zugekehrte Seite die Rückseite der Tapisserie ist. Also Vermeer hat das durch sehr undifferenzierte Farbflächen und hängende Fäden kenntlich gemacht. Ich hoffe, Sie sehen das. Wenn Sie das im Original anschauen, können Sie das sehr gut sehen. Ich meine, wir sehen ja hauptsächlich den zurückgeschlagenen Teil, das ist ja eigentlich für uns der hintere Teil. Ja. Aber das, was bei uns ist, ist einfach dezidiert als Rückseite gezeigt. Nun, der Vorhang ist das Zeichen par excellence für die Offenbarung. Das geht, wir haben schon darüber gesprochen, das geht zurück bis zum verschleierten Bild von Sais bei den Ägyptern, von dem Plutarch berichtet, lebt weiter im Judentum, also man denke an die Tempel Salomonis, die Vorhänge oder an die Vorhänge vor dem Tora-Schrein. Moshe Barasch hat gezeigt, wie dieser Schleier oder der Vorhang zu der Metapher der Offenbarung wurde, und zwar in der griechischen und römischen Antike ebenso wie in der jüdisch-christlichen Tradition. Offenbarung heißt ja auch Revelatio, Entschleierung. Also Sie kennen das aus frühmittelalterlichen Apokalypsen-Darstellungen, wo immer wieder sozusagen der Vorhang das Göttliche zeigt. Aber der Vorhang verweist natürlich auch auf die antike Anekdote von Xeuxis und Parrhasios, das haben wir auch schon hier besprochen, wo sozusagen der Vorhang eben für die perfekte Mimesis steht. Und wo eben das Bild nur aus diesem gemalten Vorhang bestanden hat. Und in dieser Geschichte, also in dieser Geschichte von Xeuxis und Parrhasios, gibt es kein Dahinter. Die Offenbarung ist der Vorhang selbst. In Vermeers Version sind beide, also konträren Bedeutungen sozusagen im Hegelschen Sinn aufgehoben. Also sein Vorhang offenbart die Wahrheit der Malerei. Gleichzeitig ist die Tapisserie eines der prunkvollsten Stücke in dem Ambiente und offenbart gleichsam sich selbst. Der Vorhang hat somit nicht nur Verweischarakter auf etwas anderes, er ist
Teil der Offenbarung, die er offenbart. Wer mehr als Bild ist eine Reflexion über das Wesen und die Funktion von Malerei in einer bürgerlichen, modernen Gesellschaft. Eine Kunst, die nicht mehr im religiösen Ritual eingebettet ist, nicht zur höfischen Repräsentation dient, profan ist und privat im Interieur angeeignet wird. Eine Kunst, in der traditionelle allegorische Codes nicht mehr eindeutig festgelegt sind, sondern die Semantik dem Subjekt überantwortet wird. Malerei als Reflexionsmedium, in dem die Effekte der Repräsentation selbst reflektiert werden. Eine Malerei, welche die Semantik von Allegorie und Historie in die Repräsentation von gegenwärtiger Alltagswirklichkeit integriert. Malerei ist aber vor allem eines: Malerei. Die Malerei gibt uns zu denken, zu fühlen, sie lässt uns anders wahrnehmen. Und sie ist von unvergleichlicher Schönheit. Eine Schönheit, die wir nicht mehr in Worte fassen können. Und worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. Danke.